Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland keine Strukturen haben, die sich in Richtung Linksterrorismus entwickeln. Wir müssen schon genau hinschauen und unterscheiden. Und ich bin ganz weit davon entfernt, die Brandanschläge in Berlin zu bagatellisieren oder zu verharmlosen. Das sind schwerwiegende Straftaten. Die Menschen, die dies tun, sind Verbrecher. Und wenn sie hoffentlich gefasst werden und vor Gericht sich verantworten müssen, müssen sie mit langjährigen Freiheitsstrafen rechnen. Aber Terrorismus ist das nicht. Terrorismus ist Mord, wahlloser Mord, etwa die Bombe platzieren in einem Zug oder ähnliches. Nicht aber das, was wir an diesen Brandanschlägen festzustellen haben. Und ich betone noch einmal, mir geht es nicht um Bagatellisierung, um Verharmlosung. Nicht jeder Brandstifter ist ein Terrorist, auch wenn der ein oder andere Terrorist als Brandstifter angefangen hat, Aber ist Herr der Dietz, Umkehrschluss falsch, dass jeder Brandstifter ein Terrorist wäre. trotzdem ist die Frage, es gibt Experten, die sagen, der Linksextremismus und die Anschläge nehmen zu. Es gibt mehr und mehr Aktivität haben und es gibt Leute, die vorwerfen, auf dem linken Auge wäre sozusagen, wäre man zu nachlässig. Also ich bin kurzsichtig, aber nicht einäugig. Ich verachte jede Art von Gewalt. Mir ist auch völlig schnurz, ob das links oder rechts ist. Das interessiert die Opfer auch weniger. Ich bin heute selber mit dem Zug nach Berlin gereist, auf einer Strecke, auf der es diese Brandanschläge gegeben hat. Zum Glück war es bei mir nur eine halbe Stunde Verspätung, aber ich bin ja nun auch als Bürger genauso betroffen wie jeder andere Mensch auch von diesen Dingen. Nein, wir müssen genau hingucken, aber ich bitte sehr um Verständnis. Wenn wir über Verbrechen reden und wir müssen hier über Verbrechen reden, dann dürfen wir doch unseren Verstand nicht ausschalten. Oder wird demnächst behauptet, wir wären im Krieg wegen dieser Brandanschläge und müssten die Bundeswehr einsetzen im Innern oder ähnlichen Schwachsinn. Also ich bitte sehr darum, dass wir mit Augenmaß, mit Verstand uns diesen Dingen zuwenden. Und ich bitte auch zur Kenntnis zu nehmen, dass der Generalbundesanwalt ermittelt nicht wegen terroristischer Taten, sondern wegen verfassungsfeindlicher Sabotage. Und das sind Straftaten mit einer Höchststrafe von 5 Jahren. Da wird nicht wegen Mord ermittelt, sondern wegen schwerer Straftaten mit einer Höchststrafe von 5 Jahren Freiheitsstrafe. Das ist keine Kleinigkeit. Warum hat man trotzdem den Eindruck, eigentlich schöpft man nicht alle Mittel aus, wenn es um beispielsweise diese Brandanschläge geht? Warum gibt es da immer noch so viele? Warum werden in Berlin trotzdem noch viele Autos angezündet? Warum hat man den Eindruck, das Land oder der Staat hat nicht genügend Mechanismen entwickelt, um diese Taten vorzubeugen? Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Wir haben hier in Berlin, den Sie hier weiterreichen an mich, wir haben in Berlin eine intakte Polizei. Wir haben allerdings festzustellen, dass es unglaublich leicht ist, ein Auto anzuzünden, nicht? Mit einem Grillanzünder, und man ist blitzschnell weg als Täter. Und nach wenigen Minuten, wenn der Täter schon längst weg ist, brennt das Auto. Versuchen Sie sich einfach mal vorzustellen, wie man solche Taten denn verhindern will. Wir sind aber nicht in einem Land, wo sozusagen wir alle rechtlos wären und schutzlos. Unser Staat ist wehrhaft. Wir haben eine sehr tüchtige Polizei, und ich hoffe auch sehr, dass diese Brandanschläge bald aufgeklärt werden. Sie können auch in Berlin nicht jedes Auto bewachen. Das meine ich nicht zynisch. Sie können auch nicht jeden Meter Gleisstrecke bewachen. Das ist schon eine große Herausforderung für unsere Polizei. Ich kann nicht erkennen, dass wir irgendetwas verharmlosen und dass der Staat gleichsam hilflos zuschaut. Das Gegenteil ist der Fall. Das Thema polarisiert ja sehr und die Diskussion, die löst sich ja stellenweise sogar von den Anschlägen. Können Sie sich erklären, warum das Ganze zu einer Art Grundsatzstreit jetzt derzeit wieder wird? Das weiß ich nicht. Also ich habe heute vor wenigen Minuten noch mit dem Staatssekretär des Innenministeriums gesprochen über diese Fragen. Das Innenministerium, das gegenwärtig von einem CSU-Politiker, von Herrn Friedrich, besetzt ist, das Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland ist der Auffassung, dass diese Brandschläge nicht Terrorismus sind. Das Bundesamt für Verfassungsschutz
das ja auch eine fachliche Expertise hat, ist nicht der Auffassung, dass es sich Terrorismus handelt, sondern das ist gewaltbereiter Linksextremismus, den man sehr ernst nehmen muss. Aber es gibt eben halt, denke ich, schon auch einen Unterschied zwischen wahllosem Mord und gefährlicher Brandstiftung. Und ich bitte sehr darum, da kann man mit Leidenschaft drüber diskutieren. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kenne keinen seriösen Fachmann, der sich gegenwärtig an dieser Diskussion beteiligt, der behauptet, dass diese Brandstifter Terroristen wären. Das ist fachlich nicht begründbar. Vielen Dank, Dieter Wiefelsbütz, Sprecher, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Bedanke mich.